Walter Benjamin bekanntlich hat sich viel mit Goethe beschäftigt und hat in seinem Aufsatz über die Wahlverwandtschaften festgestellt, dass Goethes Dichtung weniger auf dem Jerusalemer Territorium liegt als in olympischen Gefilden, und dass er mehr mit der griechischen Mythologie als mit der jüdischen christlichen Theologie zu tun hat. Das mag einer der Gründe gewesen sein, warum Nietzsche so begeistert war von Goethe. Nichtsdestotrotz wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in den Arm. Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? Den Erlkönig mit Kron und Schweif? Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Du liebes Kind, komm, geh mit mir, gar schöne Spiele, spiel mit mir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand, meine Mutter hat manch gülden Gewand. Mein Vater, hörst du nicht, was Erlkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, bleib ruhig, mein Kind. In dürren Blättern säuselt der Wind. Willst, feiner Knabe, du mit mir gehen? Meine Töchter sollen dich warten schön. Meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, siehst du nicht dort Erlkönigs Töchter am düsteren Ort? Mein Sohn, ich seh es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Ich lieb dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, jetzt fasst er mich an, Erlkönig hat mir ein Leids getan. Dem Vater grauset. Er reitet geschwind, er hält in den Armen das ächzende Kind. Er reicht den Hof mit Mühe und Not, in seinem Armen das Kind war tot.